Willkommen zu einem neuen Beitrag. Wie angekündigt gibt es einmal im Monat ein Video zu Missing 411. Und heute geht es dabei auch um einen Fall, der mir vor 3 Jahren vollkommen durchgegangen ist. Das heißt, ich habe den gar nicht mitbekommen. Ich habe eben auch nur 2 Augen, 2 Ohren, 2 Nasen und kann da nicht immer alles überblicken, was gerade passiert. Von daher finde ich das gut, wenn ihr mir einfach per Mail schreibt, wenn ihr etwas Interessantes habt, von dem ihr denkt, dass das vielleicht zu diesem Kanal passt. Auch wenn ich das dann nicht immer verwende, dürft ihr da nicht sauer drüber sein. Ich muss ja immer so eine gewisse Auswahl treffen. Ja, heute reden wir unter anderem über so einen Fall, auf den ich aufmerksam gemacht wurde. Und zwar von einem müden Mädchen namens Christine. Und da geht es um den Fall eines vermissten Jungen. Ja, vielen Dank an Christine. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch daran, vor ungefähr 3 Jahren, da habe ich ja über ein paar Fälle berichtet von Kindern, die verschwunden sind, die man dann wiedergefunden hat, die aber eigentlich die Umstände ihres Verschwindens gar nicht hätten überleben können. Und die hatten dann meist erzählt, dass sie ein großer Hund oder ein Bär beschützt hätte, sie warm gehalten hätte, ihnen Beeren und Wasser gebracht hätte, damit sie das Ganze überleben. Namentlich war das einmal der kleine Casey und einmal der kleine Cassie. Es gab dann noch 2 andere Fälle und alle diese Fälle waren im Ablauf identisch. Und auch der Fall, über den ich heute berichten werde, der unterscheidet sich nicht großartig davon, was den anderen Kindern passiert ist. Aber er stellt halt eben die Menschen, die Rettungsteams, die Polizei und so weiter vor die Frage, wie konnte das Kind das überleben? Der kleine Mann hier auf dem Bild, das ist Kenneth Howard. Und er hat im Jahr 2019 für große Aufregung gesorgt und das wirklich in den gesamten USA. Es wurde landesweit über sein Verschwinden berichtet. Denn Ken, so wie er allgemein genannt wurde, der war gerade mal 22 Monate alt, als er verschwand. Und wie bei den anderen Fällen, die ich gerade benannt habe, war es auch bei ihm so, dass er binnen kürzester Zeit vom elterlichen Grundstück verschwand. Und dieses elterliche Grundstück, das befindet sich in Kentucky, in den Appalachian Mountains, ganz in der Nähe des Appalachian Trails. Um das Ganze mit den Temperaturen jetzt zu verstehen, die ich gleich nennen werde, diese Gegend, wo diese Siedlung ist, wo diese Eltern wohnen, die liegt schon auf 1400 Metern Höhe. Ken verschwand am 13. Mai 2019 aus dem Elternhaus. So, nun ist es dort so, es war Mai. Tagsüber liegen die Temperaturen dort bei ungefähr 14 bis 20 Grad. Nachts jedoch wird es dort noch bitter kalt. Der Junge, der spielte im Haus, aber die Tür zur Veranda, die war halt offen, so dass er mal im Haus und mal auf der Veranda spielte. Und die Eltern hatten den eigentlich ganz gut im Blick, bis er auf einmal eben weg war. Wie lange nun die Zeit zwischen dem, wo ihn jemand zum letzten Mal im Blick hatte, und dem Bemerken, dass er verschwunden ist, war, das kann man hinterher nicht mehr so genau sagen. Jedenfalls war er plötzlich verschwunden. Die Eltern und die Großeltern, die suchten dann natürlich nach ihm etwa 1 Stunde lang und als sie ihn nicht finden konnten, da alarmierten sie dann die Polizei. Die Polizei wiederum suchte dann auch nach ihm eine ganze Weile, konnte ihn aber auch nicht finden. Und dann ergriffen sie die üblichen Maßnahmen, wenn jemand verschwindet, besonders dann, wenn es sich dabei um ein Kind handelt. Es wurde alles aufgefahren, was zur Verfügung stand. Das heißt, alle Polizisten, die abkömmlich waren, Feuerwehr, die entbehrt werden konnte, ein Hubschrauber wurde eingesetzt, Rettungsmannschaften, Suchhunde, Wärmebildkameras an Drohnen und am Hubschrauber. Es fing dann heftig an zu regnen und in dieser Gegend fielen die Temperaturen, ihr könnt es ja sehen, auf minus 40 Grad. Ja, da schreckt man erstmal zusammen. Es sind natürlich Fahrenheit. Das sind dann in etwa 4,4 Grad Celsius. Und das heißt ja, die Temperaturen fielen darunter und dann sind es vielleicht 2,5 oder 3 Grad gewesen. Aber das ist nun verdammt kalt und für so einen kleinen Jungen, der kaum etwas anhatte, nämlich eine Hose, ein Hemd und ein paar Pantoffel, ist das tödlich kalt. Irgendwie hat dann ein TV-Sender von dem Verschwinden des Jungens erfahren, hat darüber berichtet und dann kamen hunderte Helfer.
Die Polizei sagte, sie war vollkommen platt, wie groß die Hilfsbereitschaft war, denn aus anderen Bundesstaaten kamen dann Freiwillige, die bei der Suche helfen wollten. Es war dann die erste Nacht und es war eisig kalt. Es war, wie gesagt, unter 4 Grad und es regnete. Das Ganze wurde dann schon so ein bisschen zu Eisregen. Der Leiter der Suchmannschaften, der sagte, ich war klatschnass und fror ohne Ende. Und ihm kamen dann die Tränen, weil er daran dachte, dass dieser kleine Junge unter diesen Bedingungen jetzt da draußen ist und das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überleben wird. Die SAR-Trupps, die dann kamen, also diese Rettungsmannschaften, da sind ja auch schon mal Sanitäter oder auch Ärzte dabei, die sagten, dass mit jeder Stunde die Chance, ihn Leben zu finden, immer kleiner wurde. Am nächsten Tag wurde dann weitergesucht, in der nächsten Nacht wurde weitergesucht und da war man sich eigentlich sicher, dass man eigentlich nur noch nach einem toten Jungen sucht. Ich denke, über die Verzweiflung der Eltern, da muss man hier nicht groß reden. Dann kam der dritte Tag, an dem dieser Junge verschwunden war, und ich muss dazu noch einmal erwähnen, es war zu dieser Zeit dort überraschend kalt und es regnete die ganze Zeit. Und niemand hatte auch nur ansatzweise noch die Hoffnung, dass man den Jungen lebend findet. Für alle war klar, das kann der nicht überlebt haben. Es gibt in dieser Gegend einen Steinbruch und als die Rettungsmannschaften sich am dritten Tag vom Haus der Eltern auf den Weg machten, um weitere Gebiete zu durchsuchen, durchquerten sie wie immer auch diesen Steinbruch. Und auf einmal hörten einige von ihnen eine Kinderstimme rufen und dann entdeckten sie den Jungen. Der stand auf einem Vorsprung, auf einer 15 Meter hohen Steilwand in diesem Steinbruch. Den Berichten nach stand er dort und klammerte sich an dieser Felswand fest, weil er Angst hatte. Um dort hinzukommen, mussten die Retter auf diesen Felsen, also diese Steilwand, hochklettern und sich dann abseilen. Offensichtlich hat der Junge das einfach so geschafft. Einer der Retter, das könnt ihr hier sehen, der sagte sinngemäß, er kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert haben soll. Wenn er ein Kind gewesen wäre, dieses Gelände ist so schwierig, der wäre da niemals durchgekommen. Vielleicht als Jugendlicher, ach, dann sagt er aber, nee, als Jugendlicher eigentlich auch nicht, wahrscheinlich hätte er es gar nicht geschafft. Ja, aber dieser Junge stand dann, nachdem er dieses ganze schwierige Gelände einfach mal passiert hat, vor diesem Hang und hat gedacht, ach, ich springe jetzt mal da runter auf diesen Vorsprung an der Steilwand, anders kann es nicht gewesen sein, oder er ist halt gestolpert und da runtergefallen und dann erstmal auf diesem Vorsprung gelandet, ohne sich da irgendwie zu verletzen, und da stand er jetzt. Und was sagen die Rettungsmannschaften? Da haben wir schon mehrfach gesucht. Da steht's. Er wurde dort gefunden, wo die Rettungsmannschaften sagten, dass sie schon mehrfach dort gesucht haben. Als man den Jungen dann auf diesem Vorsprung erreichte, da war das Einzige, was er wollte, ein bisschen Wasser und zu Mama und Papa. Aber als ich das dann gelesen habe, da hat bei mir sofort irgendetwas geklingelt und ich denke einmal, ihr werdet verstehen, wie ich das meine. Der genauen Beschreibung nach hat dieser Junge also an diesem Vorsprung an der Felswand gestanden, hat sich dort am Fels festgeklammert und geweint. Vorher war der 3 Tage lang bei kalten Temperaturen und Regen draußen unterwegs. Wie lange steht dann so ein 22 Monate altes Kind auf so einem Felsvorsprung, klammert sich da fest und weint? Eine Stunde, 2, einen Tag? Mit Sicherheit nicht. So einem kleinen Windelhopser, dem fehlt doch da 100% die Kraft, sich nach so einer 3 Tage Tortur sich dann noch an einem Felsen festzuhalten, damit er nicht runterstürzt und zu heulen. Das macht er nicht lange. Also liegt ja der Gedanke nahe, und schreibt mal, wie ihr das so seht, dass den irgendjemand, irgendetwas, ich will es jetzt gar nicht so genau benennen, weil ich es nicht weiß, dort abgesetzt hat, kurz bevor die Rettungsmannschaften kamen, eben weil er wusste, dass sie da vorbeikommen würden. Ist so mein Gedanke. Ja, die Rettungsmannschaften haben ihn dann auch gefunden, nach 3 Tagen draußen in der Natur, Kälte, Regen und nach was weiß ich wie lange stehen auf diesem Felsvorsprung. Und dann sagt der Leiter dieses Rettungsdienstes, der war in erstaunlich guter Verfassung. Der war etwas dehydriert, aber der wollte dann was trinken und zu Mama und Papa, und ansonsten ging es dem gut. Wenn ihr jetzt mal hier schaut, das ist so ein Foto von der Rettungsmannschaft und den Eltern und dem kleinen Jungen, die sich alle freuen, dass man ihn da gerade gerettet hat. Sieht der Kleine aus, als hätte er da 3 Tage und 3 Nächte bei eisigen Temperaturen und kaltem Regen verbracht.
Der hatte so an der Lippe irgendwie so einen kleinen Kratzer oder an der Nase und haben sich ein, zwei Zecken bei ihm festgebissen, aber ansonsten war der fit. Der ist dann ins Krankenhaus gekommen und er konnte dann auch sehr schnell wieder gehen. Die Polizei, die sagte zu diesem Fall, da gibt es ein paar Dinge, die man klären muss. Was sie aber komplett ausschließen können, das wäre ein Verbrechen. Denn an dem Jungen, da war nichts in irgendeiner Form, dass er da irgendjemand in die Hände gefallen wäre, der unschöne Dinge mit ihm getan hätte. Und er hätte sich auch nicht irgendwie so geäußert, zumindest nicht in der Form, wie so ein Zweijähriger dann halt kann. Diejenigen von euch, die diese anderen Fälle, über die ich berichtet habe, mit diesen Kindern mitbekommen haben, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, das ist ja 1:1 wie in den anderen Fällen. Es gibt nur einen einzigen Unterschied bei der Sache. Diese anderen Kinder, die haben von einem großen Hund oder einem Bären berichtet, der auf sie aufgepasst hat, der ihnen dann Beeren gepflückt hat, die sie gegessen haben und der sie warm gehalten hat bei diesen Temperaturen. Von diesem kleinen Ken hat man das nicht gehört, von dem wurde gar nichts veröffentlicht, was er so mit seinen 2 Jahren vielleicht noch dazu sagen konnte, was er so gemacht hat allein in der Natur. Diese ganze Sache von Ken, die wurde in den Medien als das Wunder der Berge sozusagen betitelt, denn dem seine Überlebenschance, die stand eigentlich bei Null. So, alles, was ich jetzt hier gesagt habe, stammt von der Presse, das stammt nicht von David Paulides. Und die Aussagen gegenüber der Presse, die wurden von der Polizei und den Rettungsmannschaften gemacht. Aber trotzdem fasse ich jetzt noch einmal zusammen, was das Ganze meines Erachtens nach zu einem typischen Missing 411-Fall macht. Denn diese Kriterien, die sind ja vorhanden. Ein ziemlich plötzliches Verschwinden, einsetzendes schlechtes Wetter, Spürhunde, Suchmannschaften, Wärmebildkameras, niemand kann auch nur ein Anzeichen dieses Jungen entdecken. Dann taucht der Junge wieder auf, hat so gut wie keinerlei Schäden, wie gesagt mal an der Nase was oder am Mund was und ein Kratzer und ansonsten geht's dem gut und das bei Bedingungen, bei denen er eigentlich das Ganze nicht hätte überleben können. Und dann taucht er auch noch da auf, wo die Rettungsmannschaften schon mehrfach gesucht haben. Und das in einem Gebiet, von dem der Leiter der Rettungsmannschaften sagt, das hätte er noch nicht mal als junger Mann durchqueren können, mal ebenso. Und dann findet man ihn noch an einer Stelle, nämlich an dieser Steilwand auf diesem Plateau, wo der eigentlich alleine gar nicht hinkommen kann. Und wie auch bei den anderen Fällen, das Ganze war 500 Meter vom Haus der Eltern entfernt. Wobei es bei den anderen Fällen dann Variablen gab, das waren mal 700 oder 800 Meter, auf jeden Fall alles in der Nähe der Elternhäuser. Das ist exakt wie in den anderen Fällen, die ich geschildert habe, gelaufen. Ja, das bedeutet, das war 2019 der 4. Fall dieser Art. Mich würde wirklich einmal interessieren, was dieser kleine Ken dazu zu sagen hätte. Der ist ja heute ein paar Jahre älter, wenn er damals 2 war, ist er heute 5. Aber ich glaube nicht, dass man da noch irgendetwas hört. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von diesem Fall haltet. Ja, meine Lieben, das war's eigentlich schon für heute, denn heute ist der erste Tag einer neuen Runde Lost Kurzfilmwoches bei Melk Mythenmetzger. Zunächst einmal gilt das jetzt für die kommende Woche, ob es danach noch ein paar Tage weitergeht, das weiß ich noch nicht. Lost Kurzfilmwoches, was bedeutet das für die, die neu sind, kurz erklärt? Es gibt Zeiten, da ist da dieses elende Ding da, wie heißt es nochmal? Ja, reales Leben und das verlangt dann seinen Tribut. Das wiederum hat zur Folge, dass ich gelegentlich mal etwas weniger Zeit habe und deshalb gibt es dann kürzere Videos, aber dafür, so paradox das auch klingen mag, 1-2 Videos mehr in der Woche. Das ist möglich, weil ich dann meist Themen habe, die ich schon längere Zeit recherchiert habe und die Themen sind allgemein dann nicht so aufwendig wie ein Video von 20 oder 25 Minuten. Da kann man dann mal auch eines oder vielleicht auch 2 mehr produzieren. Also nicht vergessen, ab nächster Woche, zumindest eine Woche lang, Lost Kurzfilmwoches bei Mac Mythenmetzger. Wenn euch dieses Video von heute als Information gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.